Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. So, lasst uns losilegen. Ich will als erstes mal schauen, welches Portal sich hier öffnen darf für diese Legung, für die Energie, die aktuell hier ist. Worum geht es erstmal als Überschrift? Und dann schauen wir mal gemeinsam. Ups, einsam, okay. Patzer dürfen passieren, ne? Geil, es geht schon wieder los. Und dann schauen wir mal gemeinsam einsam rein, was ich hier für ein Portal öffnen möchte. Ich glaube, das habe ich gerade gesagt, ne? Dadurch, weil die Kamera jetzt umgekippt ist, bin ich jetzt irgendwie raus. Was dein König, deine Königin hier macht. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Jetzt habe ich noch die Karten falsch rumgemischt, wer es gesehen hat. Bitte gib mir Botschaften. Oh je, meine Fresse, ne? Klar, denkt man dann von außen wieder, was denn das für eine hier, ne? Aber was soll's, ne? Alles authentisch ist ja das neue Cool hier. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich Schönes erzählen? Worum könnte es hier jetzt gehen? Das heißt, als Hauptüberschrift, welches Portal darf sich hier denn öffnen? Da haben wir das Seraphim-Portal, Stimmenaktivierung mit den Engeln verbunden und göttliche Unterstützung. Das passt ja wieder so schön, ne? Hier geht es als allererstes darum, naja, ich sag mal, den Mund aufzumachen, ne? Zu reden. Das, was einen bewegt, das, was einen bedrückt. Und das geht jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen durch meine Legungen. Das kann auch tatsächlich für dich bestimmt sein, mein Engel. Auch wenn du sagst, was, ich quatsch mir doch die ganze Zeit eine Pfütze auf die Zunge. Kommt es drauf an. Man kann viel reden, aber wenig sagen, weißt du? Also es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht in dir selbst liegen, die du nicht aussprichst, was dir vielleicht noch gar nicht so bewusst ist. Oder es ist manchmal so, dass es ist auch krass, ne? So von der Astrologie auch her gesehen, haben wir manchmal so einen komischen, ich nenne es jetzt mal so eine komische Konstellation. Dass es tatsächlich gerade auch nicht so wirklich der richtige Zeitpunkt ist, über die Dinge zu reden, die einen bewegen, weil das Gegenüber einen da gar nicht so richtig versteht. Und dann kommt irgendwann eine Konstellation, wo du dann auch merkst, wow, jetzt bin ich irgendwie in einem besseren Redeflow, ich kann mich klarer ausdrücken, was mich bewegt, weil ich in der Sache vielleicht auch nicht so emotional bin. Solche Dinge eben. Und natürlich kann es hier jetzt auch sein, dass genau so eine Konstellation vielleicht auch für dich bestimmt ist, wo du dich klarer ausdrücken kannst, wo du klarer siehst und hier jemanden klarer sagen könntest, was du wirklich willst. Gleichzeitig kann das Ganze natürlich für euch beide stehen, aber eben auch eine Energie für deinen König, für deine Königin sein. Ja, dass du dich halt auch schon immer so ein bisschen fragst, naja, wir haben zwar jetzt ein bisschen gequatscht miteinander, aber so wirklich in die Tiefe ist es jetzt auch nicht gegangen. Ne? So richtig einen Reim kann ich mir jetzt auch nicht draus machen. Kann es sein, dass jemand jetzt vielleicht auch klarer oder ausdrucksstärker auch wird in der Kommunikation? Was hier aber ist, ist, dass hier eben die göttliche Unterstützung kommt. Und das ist gar nicht so weit hergeholt mit dem, was ich jetzt schon wieder intuitiv über die Astrologie gesagt habe. Weil das ist etwas, weißt du, manchmal sind die Energien so, manchmal sind die Energien so. Und ja, manchmal so blöd, wie es klingt, wenn die Zeit reif ist, dann findet man hier auch irgendwie so zusammen, wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Fakt ist eins, hier gibt es göttliche Unterstützung. Sei es für dich, sei es für euch, sei es für deinen König, deine Königin. Hier einfach mal den Mund aufzumachen. Ja. Und jetzt schaue ich mal direkt da rein. Was ist denn da losi bei Schatzi? Was ist losi bei Schatzi? Gib mir mal bitte eine Message. Oh, ja, also bei Schatzi ist viel losi, weil hier checkt man auch, dass man vielleicht Bauch und Verstand zusammenbringen sollte. Es kann sein, dass hier jemand checkt, ich sollte nicht nur im Affekt handeln und na gut, im Affekt zu handeln ist nun schwierig, ne?
weil das passiert ja einfach so. Das haben wir ja nicht im Griff. Aber ich sollte nicht nur nach meinem Bauchgefühl gehen, im Sinne von, boah, ich habe darauf jetzt Bock. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ne? Wie sagt man das immer? Lustmaximierung und Lustvermeidung. Ne? Also, also das heißt, gleichzeitig haben wir hier auch den Ausgleich zwischen Instinkten und, wie sagt man das in Deutschland, und dem Niederen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist für mich die Karte von Bauch und Herz. Bauch und Herz oder eben Bauch und Verstand und eben die Herzensentscheidung erinnert mich immer wieder daran. Weil es eine Karte ist, wo man ja sehr wohl Krallen zeigt, aber wo man eben auch ja, Haltung einnimmt zu einer bestimmten Situation. Und das heißt, er kommt hier wirklich jetzt in eine Energie von, dass es stimmig ist, was man dir erzählen könnte. Ja, so kriege ich das auch rein. Das ist jetzt hier nichts Halbes, nichts Ganzes, nicht Wischiwaschi und wo du dir denkst, kann ich mir jetzt auch kein Ei drauf backen. Also das heißt, er hat jetzt schon vor, hier etwas Stimmiges in Sprache zu bringen, wo du auch das Gefühl hast, das geht wirklich auf. Es ergibt wirklich Sinn. Ja? Und natürlich kann das auch mit einer Entscheidung bestimmt sein oder mit einer Entscheidung einhergehen, die dir vielleicht auch gar nicht so gefallen könnte. Aber da lasst uns mal weiterschauen. Denn ich will erst mal bei dir noch schauen. Wir haben ja auch bei dir die Stimmenaktivierung und den göttlichen Schutz. Was ist bei dir, mein Engel? Und da schaust du mal, ob du mit in Resonanz gehen kannst. Ja, du hast mega Zweifel. Also du hast jetzt hier irgendwie in einer Angelegenheit einfach nur noch mega Zweifel. Kannst du nichts mit anfangen, ne? Und deswegen kommt hier die Stimmenaktivierung. Und dann gibt dir hier dieser Typ, diese Kirsche hier scheinbar jetzt bald mal einen Sinn hinter dem Ganzen, ne? So, jetzt will ich mal auf die Engel der Liebe schauen. Kommt, lasst uns gleich mal reinhauen hier. Was schickt er dir denn für ein Engelchen? Wenn man hier etwas zur Sprache bringt, was klar sein sollte. Lass deinen Ex-Partner los. Es wird also es wird die Zeit ist gekommen, die Energien zu klären. Hier möchte in dem Sinne jemand wirklich, dass man die Energien klärt. Er schickt dir den Engel, vielleicht hängst du auch noch an irgendeinem Ex, an irgendeiner Ex. Es kann auch sein, dass du noch mit jemandem verbandelt bist, Kontakt hast, mit dem oder mit der du hier vielleicht mal was hattest. Und es könnte hier jemanden auch sauer aufstoßen, dass ihr hier irgendwie vielleicht einen auf Best Friends macht. Gleichzeitig kann es aber auch wiederum deine Energie sein, münzt das auf euch um. Ne? Es kann auch sein, dass du jetzt irgendwo immer klarer für dich wirst und klare Worte sprechen kannst. Und dass du einfach der Meinung bist, dass er oder sie oder dass dich das vielleicht wirklich stört, dass er oder sie hier noch mit jemandem Kontakt hat, mit dem er mal was hatte. Und dann könnte es der Wunsch von dir auch aus sein, lass den oder lass die jetzt bitte mal los, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie wir hier weitermachen sollten. Und das kann auch etwas sein, was vielleicht du selbst noch nie zur Sprache gebracht hast, weil du dich nicht getraut hast, weil du nicht eifersüchtig wirken wolltest oder es ist halt auch ein schwieriges Thema, ne? Es kann auch sein, dass du nicht unhöflich sein wolltest, dass du da nicht zwingend reingrätschen wolltest oder reingrätschen willst in eine Verbindung, wo man ja hier Best Friends vielleicht auch ist. Ja, aber im Grunde kotzt es dich an und es könnte sein, dass du das demnächst ihm oder ihr hier auch sagen wirst in einer Art und Weise, wo man dich tatsächlich anfangen wird zu verstehen. Dann ist es nämlich dieser Typ, diese Kirsche, der einfach auch nur mega Zweifel hat und das eben hier auf dich projiziert. Ja, dass dich das halt immer unsicherer werden lässt, weil jemand heute so ist, morgen so ist.
Einmal ist man sich ganz nah, dann ist man wieder mega weit voneinander entfernt. Ja. Ich gucke auf die Partei, die so sehr zweifelt und unentschlossen ist. Was fällt da für ein Engelchen? Was darf da für ein Engelchen fallen? Auf die Zweifel, auf die Unentschlossenheit. Oh mein Gott, wir haben den Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Ja, hier weiß eine Partei nicht mehr, was sie machen soll. Und redet vielleicht nicht. Oder man hat auch hier die Augenbinde offen. Ja? Also man will es nicht sehen, man will da nicht hingucken. Man will die Gefühle oder das alles nicht reflektieren. Weil du bist hier der Seelengefährte, das passt wie Arsch auf Eimer, aber man will da nicht hinschauen. Das kannst jetzt wiederum auch du sein, ja? Dass du unentschlossen bist, Zweifel hast, keinen Bock hast, da so wirklich das Ganze zu reflektieren. Ich will da nicht hinsehen, dass du wirklich mein Seelengefährte bist. So kriege ich das rein. Irgendjemand will da nicht hinsehen, dass es wirklich so ist. Und hier geht es halt, wie gesagt, um göttliche Unterstützung, mit den Engeln verbunden sein. Wir haben jetzt die Engelskarten hier auch gelegt, ne? Der eine will, lass da hier diesen Typen oder diese Kirsche los und der andere will da nicht hingucken, dass das wirklich hier Potenzial hat. Also hier gibt es wirklich Differenzen. Ne? Jetzt gucke ich mal, wenn du die Seite bist mit der Kraftkarte. Und du eben sagst, du mir gefällt das nicht, dass du da Kontakt hast zu denen, zu dem, zu der, wen auch immer. Ich will, dass die Energien jetzt geklärt werden. Ich möchte wissen, was auf dich zukommt. Oder eben umgekehrterweise, ne, wenn hier jemand auf dich eben zukommt. Ich will nicht, dass du mit diesem besten, mit deiner besten Freundin oder mit deiner Ex hier irgendwie noch zu tun hast. Ich will wissen, was diese Person jetzt hier weiter macht. Oh, die Hohepriesterin. Hier versucht man. Wisst ihr, normalerweise die Hohepriesterin steht ja für die Intuition. Aber die steht eben auch für Geheimnisse. Und es könnte sein, dass hier jemand, der noch mit einer Ex, einem Ex verbandelt ist, mit jemandem hier noch irgendwie zu tun hat, anfängt zu schweigen und ein Geheimnis draus zu machen. Gleichzeitig kann es aber einfach auch sein, dass du anfängst, immer mehr zu schweigen, weil du das nicht erträgst, dass hier noch eine andere Kirsche, ein anderer Typ im Spiel ist. Es ist die Seelenverwandtschaft. Das ist das, was du hier zu jemandem spürst. Eine Seelenverwandtschaft. Aber hier gibt es eine leise Stimme. In irgendjemanden hier ist auch hier wieder eine leise Stimme, die etwas zugeflüstert bekommt. Und jemand fängt an, auf diese Stimme wirklich zu hören und sich nicht mehr wuschig und unsicher machen zu wollen. Jemand glaubt jetzt auf die Stimme in einem selbst und guckt mal, wie geil das passt, ne? Das ist das, was ich hier sage, ne? Bauch, Herz, Verstand. Nur das Bauchgefühl, das wisst ihr ja schon, wäre ja jetzt, oh, ich esse jetzt das Stück Schokolade, obwohl ich abnehmen möchte. Aber die Intuition ist unsere Wahrheit. Unsere innere Wahrheit. Ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier zwingend das Bauchgefühl ist. Ich habe das, ich möchte Intuition wirklich so beschreiben, dass es unsere innere
Stimme ist unsere innere Wahrheit. Und ich finde, innere Wahrheit ist jetzt nicht, ich würde das Stück Schokolade. Das hat etwas mit Vernunft dann zu tun und so weiter. Aber es gibt eine leise Stimme und das ist nicht die Angst. Und diese leise Stimme könnte hier jemanden sagen, da ist was. Da läuft irgendetwas mit einer anderen oder mit einem anderen. Mit irgendeinem Ex, mit irgendeiner Ex. Oder ab und zu mal Ex. Und dann kommt eben die Hohepriesterin, die so ein bisschen entscheidet zwischen, die sieht dann in dem Sinne schwarz oder weiß. Da gibt es dann nichts dazwischen. Diese leise Stimme ist wahr. Und darauf verlässt man sich jetzt. Und es könnte sogar auch sein, dass du selber spürst, dass hier jemand zweifelt. Zweifelt. Entzweifelt, sich nicht entscheiden kann, wer hier der oder die Richtige ist, sich damit nicht wirklich befasst. Was will er oder sie denn hier weitermachen, falls du das hier nicht bist mit dieser Unentschlossenheit? Ansonsten schaue ich jetzt auf dich, wenn du unentschlossen bist. Wie möchtest du oder wie wirst du weitermachen? Das andere Pendant geht ins Schweigen über, habe ich so das Gefühl. Das andere Pendant geht ins Schweigen über. Und mich wundert es nicht, warum hier das Portal sich öffnet der Stimmenaktivierung, ne? Weil jemand macht dicht. Wir haben hier die vier der Münzen. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand nur schwer davon abrückt. Endlich mal in eine Sicherheit zu kommen. Ne? Es ist so, als ob man in einer Energie bleibt, des Hin und Hers. Natürlich kann das jetzt auch sein, okay, hier will jemand an dir festhalten. An einem Seelengefährten, wo man sich ja trotzdem unsicher ist. Das kann es auch sein. Aber ich habe das Gefühl, dass jemand auch irgendwie gefühlt auf der Stelle tritt und an diesen Hin und Her wirklich festhält. Auch wenn man weiß, dass hier jemand der wirklich wahre Seelengefährte ist. Irgendwie lässt man nicht davon los. Aber warum? Warum hört man nicht auf? Warum hält man an diesen Zweifeln fest? Warum hält man hier an diesen Zweifeln fest, dass das hier wirklich der richtige Partner ist, die richtige Partnerin? Warum hält man an den Zweifeln fest? Gib mir mal bitte eine Message. Eine, die klar ist. Ich muss mich mal klar positionieren. Ne? Hier schleicht sich immer wieder jemand davon. Es ist tatsächlich so, du könntest hier alles sein. Oder umgekehrt, du könntest hier mit einem Menschen alles haben. Aber hier schleicht sich immer wieder jemand davon. Es kann sein, dass du das bist. Dass du dich daran festhältst, ab einem bestimmten Punkt immer wieder zu gehen. Oder eben dein Pendant, ne? Dass er es hier ist. Ich schleiche mich mal wieder weg und daran halte ich fest. Du bist mein. Ich will gar nicht hinsehen. Und ja, zu dir sagen, dass du mein Seelengefährte bist. Ich möchte daran festhalten, tun und zu machen, was ich will.
Und deswegen könnte es wirklich, also das ist scheiße, ne? Das wisst ihr. Muss ich jetzt so sagen, ist halt meine Meinung. Aber gut, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hast du Gründe. Vielleicht ist es auch hier ein Grund, weil hier jemand sich eben immer wieder wegschleicht und deswegen kommt man ins Zweifeln. Und der andere wiederum hat ein Problem damit, dass man da noch mit jemandem irgendwie zu tun hat. Und jetzt mal ganz krass gesagt, jetzt lassen wir mal den König und die Königin hier weg. Jetzt mal nur auf dich bezogen. Dann habe ich für dich, dass du langsam für dich immer klarer wirst, was du willst. Und du willst auch Klarheit reinbringen in eine Form der Unentschlossenheit. Und dann kann es wirklich sein, dass du, wenn dann, das komplette Paket vielleicht möchtest von jemandem, von einem Seelengefährten, der oder die vielleicht hier noch was anderes am Laufen hat und nicht loslassen kann. Und dann fängst du an, hier immer mehr zu schweigen. Und vielleicht auch am Schweigen festzuhalten und einfach zu gehen. Also das heißt, es ist irgendwie so, man redet, ich sage ja viel reden, wenig sagen. Und vielleicht hast du wirklich viel gesprochen und jemand kriegt es nicht hin. Puh, das sind harte, schon krasse Energien. Es könnte sein, dass dein Seelengefährte daran festhält, immer zu schweigen und zu gehen. Und das ist natürlich eine Sache, so kann keine Verbindung entstehen, ne? Stimmenaktivierung. So kann keine Verbindung entstehen, wenn sich jemand am Schweigen festklammert und ab einem gewissen Punkt Tschüss oder eben noch nicht mal Tschüss sagt. So. Jetzt möchte ich mal trotzdem wissen, wie es hier weitergeht. Dazu verwende ich jetzt die Engel der, nee, nicht die Engel der Liebe, das sind die Karten der Liebe. Mensch, muss man erstmal wieder klarkommen hier, ne? Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht in dieser Situation, die doch sehr schwierig ist. Er hat Angst, deine Erwartungen zu erfüllen. Wir haben die Erotik, die Sinnesfreude, was ja sehr richtig geile Karten sind, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes geil, ne? Und auf Wolken schweben. Also Gefühle könnten hier im Spiel sein, eine Verliebtheit auf jeden Fall von euch beiden. Aber hier ist es so, dass man Angst davor hat, deine Erwartungen zu erfüllen. So, und woher kommt das? Das ist ein Bindungsthema, mein Engel. Ja, das ist ein Bindungsthema. Das ist halt so, boah, wenn ich mich jetzt für ihn oder für sie entscheide, dann muss ich ja Erwartungen erfüllen und ach. Und mein Hase, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du tun und machen, was du willst. Da kannst du. Sorry, wenn ich es jetzt richtig ausdrücke, da kannst du der Beste im Bett sein oder der Beste im Bett, aber auf das kommt es ja auch nicht an. Ne? Also, ne, man sollte auch miteinander reden können. Ne? Und das Falsche ist eben auch, wenn man es nur davon abhängig macht, wie gut es in der Kiste läuft. Damit ist aber jetzt noch nicht eine Verbindung irgendwo sicher, wo man weiß, hey, ich kann mit der Frau oder ich kann mit dem Mann über alles reden. Oder wir gehen hier durch dick und dünn und solche Dinge.
Man hat Angst, deine Erwartungen zu erfüllen oder man hat Angst, deine Erwartungen nicht erfüllen zu können. Oh je, aber das ist halt schwierig, mein Engel, ja, das muss ich auch sagen, weil, weißt du, Erotik, ja. Sinnesfreude, bisschen knutschen, antatschen und auf dem Arsch auf dem Arsch klatschen, ja. Auf Wolken schweben, auch kein Ding. Aber wenn du mir jetzt hier kommst mit irgendetwas, was man erwartet, da habe ich Angst vor. Und deswegen befindet ihr euch hier auch irgendwie in so einem Strudel, ne? Aber es ist halt auch alles gefühlt so sehr mystisch, schweigsam, als ob man aufhört zu reden, immer wieder sich wegschleicht, ja? Und hier geht es wirklich um die reine Form der Kommunikation. Auf die Lenormands bitte nochmal, was vielleicht dein König, deine Königin hier betrifft. Wird ihre Stimme jetzt mal aktiviert oder was ist hier los? Zeig's euch gleich. Ich zeig's euch jetzt schon. Wir haben das Haus. Wir haben die Schlange. Wir haben die Störche. Wir haben die Blumen. Boah, alter Schwede, wir haben hier den Ring. Ich weiß, ich mische jetzt weiter. Wir haben den Reiter. Und wir haben die Sterne. Ich sehe in diesen Karten jetzt nicht zwingend die Schlange als Nebenbuhlerin, weil hier kein Fuchs dran ist. Okay, ganz wichtig. Aber hier kommt er. Ganz zum Schluss der Fuchs an den Gesprächen. Das gibt's nicht. Ihr müsst einfach miteinander sprechen, mein Hase. Ich habe hier erstmal das Haus. Da geht es um Vertrauen. Und wir haben hier die Schlange. Das ist jetzt aber irgendwie. Ich nehme wirklich nicht so wahr, dass das jetzt hier die Nebenbuhlerin sein soll oder seine beste, ihre beste Freundin, ihr bester Freund. Ich gehe intuitiv rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde dir jemand etwas zutragen. Vielleicht wirklich deine Freundin, dein Freund hier, ja, irgendeine Frau. Als ob die dir etwas zukommen lässt. Weil das bringt eine positive Veränderung und das könnte man als Geschenk sehen. Ring. Das hier ist der typische Heiratsantrag und die Sterne als Klärung. Ich kriege hier irgendwie was ganz anderes rein, als ob deine Freundin jetzt hier auch noch vorbeikommt und irgendwie ankommt und sagt, ja, hat ja gesagt und wir gehen jetzt in eine feste Verbindung, als ob hier noch eine andere reinkommt, als ob hier ein Freund, eine Freundin kommt. Ne? Du bist hier in so einem Kladderadatsch mit einem Typen, mit einer Kirsche, der oder die käst sich nicht aus. Ne? Oh, sorry. Ich muss niesen, ich beniese es noch. Ne? Oh. Der nasale Orgasmus. Oh, ich sag's euch.
Irgendwie gibt es hier auf Umwegen eine Überraschung oder einen Plan. Das hat was mit dieser Verbindung zu tun und positive Veränderung. Anderes Szenario jetzt nochmal, ne, kurz. Es könnte jetzt demnächst sein, dass ein Kumpel, eine Kumpeline auf dich zukommt und hier irgendwie sagt, hey, wir sind zusammen und er hat sich für mich entschieden und sowas, ne? Und du hängst hier so da und denkst dir, boah, scheiße, ne? Ich meine, ich freue mich ja für meine Freundin, für meinen Freund, aber ich habe hier so einen Mist, ne? Dass jemand meine Erwartungen nicht erfüllen möchte. Jetzt nur mal so nebenbei. Aber ich kriege ein anderes Szenario jetzt hier rein. Hier geht es um Stabilität, um Vertrauen, aber auch um Privates. Und da hat man irgendwie einen Plan. Man möchte das Ganze wirklich verändern. Vielleicht möchte man jetzt wirklich über Privates sprechen, vielleicht auch über Umwege. Vielleicht ruft man dich auch an. Und tatsächlich kommt hier ein Überraschungseffekt, denn ich habe hier so etwas wie einen Vertrag, eine Verlobung, ein Gespräch, eine Kommunikation über diese Verbindung, die Klärung reinbringt. Und dann habe ich nämlich hier die Eulen und den Fuchs. Und das ist es eben. Der Fuchs liegt an den Eulen, an Stress, an Unruhen und Sorgen über das, was man hier einfach nicht rafft und schnallt in dieser Verbindung. Also das heißt, hier dreht sich das Blatt nochmal. Hier wendet sich das Blatt nochmal, wenn ich es wirklich so deute, rein intuitiv. Weil, nee, ich nehme das wirklich so wahr, dass hier jemand tatsächlich anfangen möchte zu reden, weil hier jemand immer mehr in den Rückzug geht und sagt, ach nee. Manchmal ist es so, ja. Manchmal redet man und redet und labert sich eine Pfütze auf die Zunge und es kommt einfach nicht an. Und dann Erotik und das, was dazu kommt, boah, geil. Aber irgendwie lauscht man nur noch auf seine innere Stimme und spürt, Mensch, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist jemand einfach schweigsam. Und es ist klar, dass die Männers da draußen manchmal ein bisschen schweigsamer sind, ne? Wo die Frau dann sagt, Mensch, rede doch mit mir und warum ziehst du dich zurück? Aber es ist halt dann auch so, wenn die Frau anfängt, sich zurückzuziehen, sollte man wirklich aufpassen hier, ja? Es könnte gefährlich werden hier, ja? Aber ich sehe, dass hier Veränderung reinkommt, dass man hier einen Plan hat, und das würde auch in Resonanz mit den letzten Legungen gehen, dich vielleicht wirklich zu überraschen. Und mit dir halt auch wirklich über die Verbindung klimperklar jetzt zu reden, weil wir haben immerhin die Sterne auch dabei, ja? Hier, der Reiter steht ja auch für Kommunikation, etwas soll vorangetrieben werden, was die Verbindung betrifft, und hier soll auch wieder Klarheit reinkommen. Vielleicht möchte man dich hier wirklich auch noch mal sehen, dich treffen und mit dir hier wirklich reden, tatsächlich. Gib mir mal bitte noch eine Message. Auf diese Message von den Lenormands. Als kleine Quintessenz, ob ich hier richtig liege mit meiner Deutung. Gib mir mal bitte eine Message. Ja, es ist wirklich eine Chance, ein Neubeginn. Man rafft das, dass du dich vielleicht immer mehr zurückziehst oder immer mehr zurückziehen könntest, wenn du das eben bist. Ne? Ansonsten ist es umgekehrterweise so, dass dir jetzt einfallen könnte, scheiße, hier zieht sich jemand immer mehr zurück. Ach, ich kann aber auch nicht seine, ihre Erwartungen hier erfüllen oder habe Angst davor. Und dann merkst du vielleicht für dich, aha, ja, Stimmenaktivierung, ja, vielleicht sollte ich hier mal klarer reden, als immer wieder mich hier selbst zu verpissen, ja. Und das ist eine Chance auf mehr.
Das ist ein schöner Neubeginn. Es ist wirklich auch was Handfestes. Das könntest du dir jetzt überlegen oder hier dieser König, diese Königin. Also das heißt, es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man selbst für sich auch entscheidet, ich ziehe mich hier jetzt mal raus. Ja? Was sagt denn das Seelenpartner-Orakel? Also der Fuchs liegt halt wirklich an der Kommunikation, ja. Und dass man ehrlich miteinander spricht, ne, fällt mir auch wieder ein. In dem anderen Lenormand geht der Fuchs hier raus. Also das heißt, es geht um ehrliche Kommunikation. Und das soll hier tatsächlich kommen. Hier will jemand eine Chance und nutzen, weil man sich scheinbar zurückzieht und mit dir ehrlich kommunizieren. Schon wieder, bedenke, wo du stehst. Ja. Du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Das ist auch eine Karte, die uns hier verfolgt. Hier könntest du jemanden wirklich dazu auffordern, zu bedenken, wo man steht und wie ehrlich man es wirklich mit der Liebe meint. Wozu will denn, oh meine, jetzt eine Stimmenaktivierung, da haben wir es. Guck mal, hier sagt jemand, Taten sagen mehr als Worte. Verleihe deiner Liebe durch Taten Ausdruck. Also hier versucht es jemand irgendwie über Taten dir zu zeigen. Aber es kann sein, dass das eine Sprache der Liebe ist, die du nicht verstehst. Es gibt ja, gibt es nicht fünf Sprachen der Liebe? Die einen über Taten, die anderen übers Reden, die andere über Geschenke, ich weiß es nicht. Es gibt mehrere Sprachen der Liebe und da kann es sein, dass ihr eine andere Sprache der Liebe sprecht und voll aneinander auch irgendwo aneinander vorbei redet, tatsächlich. Aber es ist so, dass jemand jetzt Taten sprechen lassen möchte, vielleicht dich wirklich hier besuchen kommen möchte, ne? Weil hier will man ja sich auf den Weg machen, dich besuchen kommen, ne? Vielleicht wohnst du auch weiter weg oder man hat eben einen Plan auf Tasche und möchte mit dir hier kommunizieren und Klarheit reinbringen. Eieiei, also das ist jetzt noch mal eine Situation, wo alles noch mal, sag jetzt mal, entschärft wird vielleicht auch, ne? Aber Fakt ist jetzt hier wirklich eins in dieser Legung: Jemand, der nicht wirklich geredet hat, der nicht aus seinem Inneren eine Communication hier gemacht hat, gebracht hat, wie auch immer. Dieserjenige ist jetzt dran und dieserjenige wird jetzt seinen A bewegen, um das Ganze hier noch zu klären. Ansonsten andere wiederum gehen wirklich in den Rückzug und merken, ich werde immer unsicherer, da könnte noch eine andere Person sein. Und ich lasse es gut sein, ne? Aber das wird nicht so bleiben. Hier will jemand auch irgendwo eine Chance. Ja, schon wieder, ne? Wir haben es hier schon, die göttliche Unterstützung. Und wir haben hier eben auch die göttliche Fügung. Ja, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ne? Na, dann warten wir mal die astrologische Konstellation ab, ja? Dass sich hier bei euch alles zum Guten wenden wird. Meine Lieben, ich lasse es so stehen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.